Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Effektivwert. In diesem Video möchte ich dir erklären, wo der Effektivwert beim Strom herkommt, sowohl für die Spannung als auch für die Stromstärke. Was ist das Problem beim Wechselstrom? Naja, das sieht man hier in dieser kleinen Animation. Er wechselt. Also sprich, die Richtung ändert sich. Bei uns sind es 50 Mal in der Sekunde. Wenn wir jetzt mal erstmal beim Gleichstrom bleiben und beim Gleichstrom uns auch einfach mal hier das angucken und vor allen Dingen mal den zeitlichen Verlauf angucken. Dieses Skript übrigens findest du unter dem Video zum Download, kannst du dir ausdrucken und im Prinzip mitgucken. Wenn ich mir das hier angucke, habe ich die Spannung und die Stromstärke und die verändern sich nicht im Gleichstromkreis. Ist auch keine Überraschung, daher der Name Gleichstrom. Wenn ich mir die Leistung angucke, verändert die sich eigentlich auch nicht. Wir stellen mal Formeln auf. Also bevor wir jetzt aber an die Rechnerei gehen, gucken wir uns das nochmal in der Animation an. Wir haben hier jetzt den Strom, der fließt und der zeitliche Verlauf der Spannung ist immer gleich. Das kann man natürlich jetzt entsprechend berechnen, also sprich Formeln aufstellen ist in dem Fall sehr einfach. Wir fangen an mit dem ohmschen Gesetz, U gleich I mal R, das kann ich jetzt noch umstellen, I gleich U durch R und die Leistung ist nichts anderes als U mal I, also sprich die Spannung mal die Stromstärke. Also kurz nochmal innehalten, U ist die Spannung, I ist die Stromstärke, R ist der Widerstand und P ist die Leistung. Gut, wenn ich diese Formeln hingeschrieben habe, im Wesentlichen sind es die Formeln 1 und 3, also sprich das ohmsche Gesetz und die Leistung, dann kann ich jetzt anfangen und die mal ein bisschen kombinieren. Was habe ich davon? Naja, ich bekomme letztendlich zwei Formeln raus für die Leistung. Einmal in Abhängigkeit der Stromstärke und einmal in Abhängigkeit der Spannung. Wir haben Formel 4 ist die Leistung, die die Stromstärke zum Quadrat mal R ist. Und wir haben hier unten in der Formel 5 die Leistung, die U², also sprich die Spannung zum Quadrat, durch den Widerstand ist. Soweit, so gut. Legen wir das mal beiseite. Jetzt gucken wir uns den Wechselstrom an, und zwar den Verlauf der Spannung. Und naja, wie eben schon gesagt, er wechselt halt. Also sprich, die Richtung ändert sich ständig. Auch dazu habe ich etwas vorbereitet. Und zwar habe ich hier den Wechselstrom. Und ich habe das jetzt nur mal so angedeutet, Spannung, Stromstärke. Wenn ich jetzt die Leistung berechnen möchte, die Leistung muss natürlich positiv sein, ist klar. Hier ist die Spannung und die Stromstärke mal negativ. Die Leistung muss stets positiv sein. Wenn ich jetzt hier aber einen Durchschnitt angeben möchte für die Spannung und die Stromstärke, das ist ein bisschen problematisch, weil hier würde ja 0 rauskommen. Über die Zeit hinweg würde sich das ja sozusagen aufheben. Bei der Leistung ist das einfacher, weil sie ja stets positiv ist. Und
dann kann ich sozusagen, wenn ich den Maximalwert nehme, davon die Hälfte, das ist tatsächlich mein durchschnittlicher Wert. Das kann man sich relativ einfach vorstellen. Und zwar, wenn ich jetzt die Hügel hier nehme, um es mal so nicht ganz mathematisch korrekt auszudrücken, die überhalb dieser schwarzen Linie sind, dann passen die genau in die Täler rein. Und damit habe ich sozusagen diese Hügel abgeschnitten, da eingebaut. Und dann sieht man, dass das von der Menge her das gleiche ist. Jetzt machen wir das, was wir eben für den Gleichstromkreis gemacht haben, für den Wechselstromkreis. Das heißt, wir versuchen mal P, also sprich die Leistung, hier einmal in Abhängigkeit von I und einmal in Abhängigkeit von U anzugeben. Gut, dazu halten wir erstmal unsere Erkenntnis von eben fest. Die Leistung, in dem Fall die Effektivleistung, ist sozusagen der Maximalwert durch 2. Das haben wir in der Formel 1 stehen. In der Formel 2 halten wir fest, dass der Maximalwert sich ergibt, indem man die Maximalwerte von U und I, also sprich von Spannung und Stromstärke, miteinander multipliziert. Das kennen wir vom Gleichstromkreis. Und dann brauchen wir wieder das Ohmsche Gesetz, dass wir hier auf die Maximalwerte beziehen. Also U max ist gleich I max mal R. Gut, und Formel 4 ist es nur nach I entsprechend aufgelöst. Das ist ja nur umgestellt. Das heißt, Formel 1 bis 3 sind jetzt erstmal die entscheidenden, die wir aufgestellt haben. Und jetzt, der Rest ist wieder Mathematik. Das heißt, wir setzen ein, stellen um und kommen dann auf P effektiv ist I Quadrat, also Stromstärke zum Quadrat, und zwar der Maximalwert, mal R halbe. Und entsprechend in Abhängigkeit der Spannung ist die Leistung U Quadrat, also Spannung zum Quadrat, wieder vom Maximalwert durch 2R. So, wilde Rechnerei. Was bringt uns die wilde Rechnerei? Naja, das werden wir auf dem letzten Blatt sehen. Gleichstrom, Wechselstromkreis. Und wir nehmen einfach mal an, dass der Widerstand R und die Leistung in beiden jetzt identisch sind. Dann kann ich nämlich hergehen und meine Formeln für die Leistung gleichsetzen. Auf der linken Seite haben wir die vom Gleichstromkreis, auf der rechten Seite die vom Wechselstromkreis. Und wenn ich das dann entsprechend wieder mathematisch bearbeite, also sprich, ich kann den Widerstand wegkürzen, dann haben wir gesagt, er soll ja in beiden Fällen gleich sein. Und dann habe ich nur noch die Quadrate, die bekomme ich mit der Wurzel weg. Und dann habe ich auf einmal da stehen, U effektiv ist gleich U max durch Wurzel 2. Und das ist genau die Formel für den Effektivwert der Spannung. Das gleiche machen wir mit der Stromstärke. Und auch da kommt dann I effektiv ist gleich der Maximalwert von I durch Wurzel 2. Und das ist genau da, wo diese Formeln herkommen. Wenn dir das Video gefallen hat und so weiter, kennst du das ja. Ein Like oder ein Abo wäre ganz nett.